Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToolsTV. Mein Name ist Sebastian und ich freue mich. Endlich ist sie da, die neue DEWALT Tischkreissäge, die 7492. Und das hier ist nicht mehr und nicht weniger als ein Anwärter auf die beste Tischkreissäge, die es in der Top-Kategorie auf dem Markt gibt. Und wenn du dich also für Tischkreissägen interessierst oder sogar demnächst eine kaufen möchtest, schau dir dieses Video an. Und ganz wichtig noch, natürlich heute verlosen wir ja auch wieder ein Werkzeug. Und jetzt habe ich hier zwei Tischkreissägen stehen und was machen wir? Okay, wir verlosen eine Tischkreissäge, aber welche von beiden ist es? Und zwar verlosen wir wirklich das neue Modell, die 7492, die so schlecht am Markt verfügbar ist, dass wenn du das gewinnst, das ein absoluter Hauptgewinn ist. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach unten zu kommentieren, wie deine Meinung ist zu der neuen Säge, zur alten Säge oder was auch immer du möchtest. Und los geht's. Und ich sage dir, als ich diese Säge ausgepackt habe und als ich die Säge mal im Detail erkundet habe, gab es für mich die ganze Zeit nur ein Wort. Ihr wisst genau, welches es ist. Es ist mega. Es waren so viele Stellen, wo ich wow gesagt habe, das habe ich so selten erlebt. Und ich bin ein echter Werkzeugfan, ihr kennt mich, aber das war eine ganz andere Nummer. Warum die Säge mich so erstaunt hat, das wirst du gleich sehen, denn ich werde alle Neuerungen, alle Highlights dieser Säge hier mit der alten vergleichen. Dann werden wir auch noch einen Absaugtest machen und einen Sägetest. Und am Ende des Videos werde ich auch die neue Säge gegen die Konkurrenz ja eigentlich von Bosch, Makita und Metabo also ein bisschen einordnen. Und übrigens zum Thema Bosch, Makita und Metabo und dieser Säge habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wo ich sie ganz genau vorstelle. Deswegen werde ich auf die Säge heute auch nicht so genau eingehen. Wenn du das sehen möchtest, dann schau doch mal hier oben. Bevor wir jetzt gleich aber zu Highlights von der Maschine kommen, noch ein Hinweis. Du kannst den Kanal hier, und zwar GoToolsTV, kostenlos abonnieren und bekommst jede Woche ein Highlight, nämlich unsere Videos kostenlos frei Haus. Kommen wir zum Thema Preis, denn der Preis ist heiß, wobei das ein guter Stichwort ist. Wir haben übrigens gerade hier 32 Grad. Draußen steht der Pool und trotzdem drehe ich für euch das Video, weil ich einfach Lust habe, euch das hier zu zeigen. Und wenn es im Winter ist, dann hoffentlich habt ihr die Sehnsucht nach dem nächsten warmen Sommer bei euch. Also, was ist der Preis der Geräte? Und zwar ist es so, dass das Gerät hier so im Straßenpreis so zwischen 750 und 800 Euro gehandelt wurde. Also die alte, die 745. Die neue Säge, es hat denselben Preis. Das heißt, es gibt keinen großen Preisunterschied hier. Und übrigens, je nach Angebot und Marktlage ist es so, dass sie also genauso wie Bosch, Makita und Metabo im selben Segment schwimmen. Übrigens findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung den ehrlichen Preisvergleich mit einem super Angebot. Bevor wir jetzt gleich zu den ganzen Neuerungen kommen, die Säge absolut fantastisch macht, schauen wir uns mal die technischen Daten an. Starten wir am Anfang beim Thema Leistung. Bei der alten Säge, bei der DEWALT 745, hatten wir 1850 Watt Eingangsleistung. Bei der neuen haben wir 2000 Watt Eingangsleistung. Ich glaube, das wird sich aber nicht groß jetzt im Verhalten ändern. Dann haben wir was ganz Wichtiges, und zwar die Schnitttiefe. Die Schnitttiefe hat sich gar nicht verändert. Das heißt, wir haben hier 57 mm beziehungsweise also in der 45 Grad Stellung beziehungsweise 77 mm in der 90 Grad Stellung. Das heißt, wenn das Sägeblatt gerade steht, dann können wir 77 mm in der Höhe sägen. Warum jetzt hier das in den technischen Daten anders aussieht bei den beiden Sägen, kann ich mir gar nicht erklären. Vielleicht messen wir das nachher noch nach. Übrigens, das Sägeblatt hat eine Größe von 250 mm mit der klassischen 30 mm Bohrung. Ganz wichtig ist noch Folgendes, und zwar das Gewicht hat sich geändert. Wir hatten bei der alten Säge ein echtes Leichtgewicht mit rund 22 Kilo. Bei der neuen sind wir hochgegangen auf 26,5 Kilo. Eins der wichtigsten Dinge an dieser Säge ist natürlich der Parallelanschlag. Ja, wir stehen hier bei der alten, weil ich wollte sagen, an der alten war der Parallelanschlag auch wirklich perfekt, denn er war durch seine Eigenschaft, hier unten, schau mal, hier ist diese Zahnstange. Da kann man das ganz gut dran sehen. Und zwar läuft der Anschlag hier auf dieser Zahnstange entlang, ja, wenn man das hier so sieht. Und dadurch ist es so, dass er hier eingelegt wird.
es ist so, dass er immer absolut parallel anliegt. Diese Grundlogik haben wir hier übernommen. Das heißt, auch hier haben wir wieder diesen absolut parallelen Anschlag. Und was jetzt hier gleich auffällt, ist, dass das hier noch sanfter läuft. Das läuft also wie mit Butter geschmiert. Das ist also wirklich der Hammer, wie ordentlich das läuft. Und die Säge habe ich nagelneu ausgepackt und sie lief sofort perfekt. Und das liegt übrigens nicht daran, dass es so schön geschmiert ist, sondern dass es wirklich, wirklich so exakt gearbeitet wurde. Und jetzt kommt der Hammer an diesem, fangen wir mal bei einigen Highlights von diesem Anschlag an. Also, er wird nicht, es ist nicht so, jetzt muss ich mal um die Ecke kommen, es ist nicht so, dass wir ihn hier einspannen und dann der Anschlag auf dem hier entlang läuft, sondern wir haben hier die gesamte Schiene, die sich bewegt. So. Und jetzt haben wir Folgendes. Wir haben hier jetzt einen wunderschönen Anschlag, an dem wir arbeiten können. Das heißt, wir setzen ihn ein und können dann hier einstellen, wie weit wir dann entsprechend hier entfernt sein wollen. So, jetzt haben wir Folgendes. Wenn wir sehr dicht am Sägeblatt arbeiten wollen, können wir einfach das hier umlegen. Und dann können wir wirklich hier sehr dicht an das Sägeblatt dran arbeiten. Wie ihr seht, jetzt geht es nicht weiter. Dafür haben wir hier, das ist die Maximalstellung und jetzt haben wir die Sägeblattnachstellung. Jetzt sieht man schon, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier diese Hebel, nehmen den Anschlag nach oben, gehen hier nach hinten, legen ihn runter und schon können wir jetzt hier bis an das Sägeblatt ranarbeiten. Und das geht wirklich wunderbar. Das heißt, wir können die Sicherheitshaube hier benutzen und trotzdem wirklich sehr nah arbeiten. Das ging zum Beispiel damals bei Makita nicht. Das ist wirklich gut gelöst. So, wenn wir jetzt einen normalen Anschlag wieder haben wollen, können wir das einfach wieder umklappen und haben hier unseren Anschlag. Wenn wir jetzt hier nach außen arbeiten wollen, ist es ja so, dass wir jetzt ein Stück Holz hier runterklappen könnte. Also machen wir Folgendes. Wir haben hier zwei Stellungen, nämlich einmal hier oben als Anschlag im oberen Bereich und hier als Ablage. In dem Moment ist es so, hier sieht man das auch, dass man jetzt hier das Ganze ablegen kann. Ergo wird ein größeres Stück Holz und legt es dann einfach hier ab und kann das dann hier drüber schieben. Und jetzt schaut mal hier, wir haben hier die Einstellung der Entfernung. Erstmal ganz wichtig, wir haben hier ganz einfach hier zwei Schrauben und können das ganz, ganz, ganz simpel justieren. Und das finde ich wirklich super gelöst. Und wir haben hier keinen Parallaxeffekt, kein gar nichts, einen schönen dünnen Strich. Und man kann ganz genau hier schauen. Übrigens, ich mache das immer hier an dem Gerät. Hier unten ist ja auch ein Hebel. Ja? Also hier kann man das wunderbar hin und her schieben und kann das dann entsprechend einstellen. Das ist super gelöst. Und jetzt können wir Folgendes machen. Ich möchte euch mal den absoluten Kracher zeigen an der ganzen Konstruktion. Und das ist einmalig. Und zwar schaut mal, ich lehne das Ganze. Hake das wieder aus, hake es hier wieder ein. So. Und jetzt schaut mal hier auf das Ganze drauf. Und jetzt folgt einfach mal. Wir sind hier bei 83,5 cm. Schaut euch mal diese Entfernung an. Ihr habt so viel zur Verfügung, um hier zu sägen. Ihr könnt riesiges Plattenmaterial hier drauf packen und könnt hier wirklich super entspannt entlang sägen. Bei Bosch ist es hier übrigens so, dass wir hier, und bei allen anderen Geräten eigentlich, dass wir hier immer nur knapp so über 60 cm sind. Auch bei der alten, bei der hier, ist es so, dass wir da auch nur knapp über 60 cm haben. Wir haben hier 83 und das sind Welten, Äonen, Universen, die da dazwischen liegen. Natürlich kann man auch nicht nur auf der Seite, sondern auch auf der anderen Seite arbeiten. Dafür haben wir hier wieder zwei Befestigungen, können das Ganze hier entsprechend arretieren und können auch in die andere Richtung arbeiten. Das geht natürlich auch wunderbar. Was ich übrigens vergessen habe zu zeigen ist, natürlich kannst du das hier auch entsprechend feststellen. Dafür haben wir hier einen Hebel und zwar ist jetzt in der oberen Position. Da können wir hier entsprechend das Ganze verstellen oder wir arretieren es, dann ist es absolut fest, also wirklich absolut fest. Schau mal hier drauf. Ich versuche mal hier zu ruckeln. Ja, also es hält wirklich super. Ich habe übrigens eine neue Wasserwaage gekauft, extra für euch, um das zu zeigen. Und zwar ist sie hier plan geschliffen, dass sie wirklich absolut exakt gerade ist unten. Und schaut mal hier. Hier seht ihr auch, wie plan hier die Säge ist, also der Tisch ist. Also das ist nicht die geringste Unebenheit da drin. Also egal, wie man es dreht und wendet, auch wenn wir es hier schief stellen,
Das ist wirklich, wirklich gut. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Auch wenn es nicht anders ist als bei der alten Säge, ist es trotzdem so, hier ist der Schiebestock drin und ich finde, das ist wirklich genial gelöst, weil da hast du ihn sofort im Begriff. Was ich übrigens wirklich super finde bei der Säge ist, dass man alles verstauen kann. Fangen wir mal hier beim Seitenanschlag an oder beim Parallelanschlag an. Man kann ihn einfach hier verkehrt rum ranhängen und er ist verstaut. Die Spanhaube können wir auch einfach verstauen. Einfach hier ranklicken und fest. Das Kabel kann man hier wunderbar aufwickeln und hier das Werkzeug für den Sägeblattwechsel kann man einfach hier einführen. So. Und dann kann man es hier reinklicken und dann ist es auch arretiert. Anschließend ist die Säge sehr, sehr kompakt, hat hier nochmal einen Griff und auch mit 26 Kilo kann man sie eigentlich noch ganz gut tragen. Durch den Griff kann man sie so übrigens wunderbar tragen. Schauen wir uns mal die Maße des Tisches an. Wir haben hier eine Tiefe von rund 63 cm. Bei der neuen Säge haben wir eine Tiefe von 55,5 cm. Bei der alten, wie man sieht, haben wir hier eine Breite von 57 cm. Bei der neuen haben wir eine Breite von 67 cm. Fassen wir das jetzt aber nochmal an den Tischen zusammen. Wir haben hier also 7,5 cm weniger zur Verfügung, also in der Tiefe. Dafür haben wir hier 10 cm mehr in der Breite. Ich persönlich finde es begrüßenswert. Übrigens, wir haben ja auch keine Tischverlängerung. Ja, das gibt es nicht, was es bei vielen anderen Geräten gibt. Hier gibt es keine Tischverlängerung. Ich muss aber ehrlich sagen, ich begrüße die Breite wirklich sehr. Vor allem die Breite, die der Anschlag noch hier rauskommt. Denn in der Regel ist das für mich der limitierende Faktor. Denn wenn ich Folgendes mache, ich selbst, ihr wisst das ja, ich habe mir meine Tischkreissäge in der Werkbank eingebaut, dann ist es so, dass es nach hinten gar keine Rolle spielt, weil ich baue mir hier dann selbst noch eine Ablage oder eine Rollenablage oder was auch immer. Das kann man ja auch im Zubehör kaufen, das ist nicht das Problem. Hingegen zur Breite, da kann man nicht viel machen. Da möchte man noch schon eine ordentliche Breite haben. Das finde ich hier ist ein absoluter Vorteil. Kommen wir zu einem weiteren absolut fantastischen Highlight. Und zwar der Spanhaube und dem Spaltkeil. Wir haben hier eine neue Spanhaube und auch einen noch ganz anderen Spaltkeil. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Schauen wir uns mal erstmal den alten an. Hier war es so, wir haben das so gehabt, wie es hier ist. Der Spaltkeil ist nicht versenkbar. Wir haben aber hier eine ganz passable Absaugung gehabt. Das haben wir damals rausbekommen. Die DEWALT war die Tischkreissäge mit der absolut besten Absaugung damals. Aber dann schauen wir mal weiter. Wir haben ja also das hier gehabt, einteilig, konnten sägen. Ja, das war dran, fertig. Also mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Und es war, wie gesagt, nicht versenkbar. Wenn man verdeckte Schnitte machen musste oder wollte, dann musste man das komplett abbauen. Hier ist es jetzt nicht der Fall. Erst einmal, wir haben zwei verschiedene Spaltkeile. Wir haben einmal den hier, den großen Spaltkeil und den kleinen. Der hier ist für verdeckte Schnitte. Ja, und wir fangen einfach mal hier bei dem an. Schau mal, erstmal finde ich es gut, dass er hier scharf aufgebaut ist. Das heißt, wir haben hier wirklich eine sehr scharfe Kante und das Holz kann hier perfekt entsprechend entlang gleiten. Und jetzt ist es so, jetzt wollen wir hier den Spaltkeil einsetzen und das zeige ich dir jetzt mal. So, ich habe jetzt das Sägeblatt mal komplett hochgefahren, möchte den Spaltkeil für verdeckte Schnitte einsetzen und nein, ich muss das hier nicht ausbauen. Ich kann einfach Folgendes machen. Ich ziehe hier an dem Hebel, setze es ein, lass es los, das war's. Das ist alles. Ich kann das auch einfach wieder ziehen, raus, fertig. Die Haube hier können wir natürlich ganz einfach lösen, indem wir hier das Ganze in eine halbe Umdrehung drehen, rausnehmen das Ganze und dann kommt man hier vielleicht rum, dann kann man das besser sehen. Das ist nämlich ganz simpel gelöst. Komm mal ein bisschen dichter. Wir haben hier diesen Mechanismus. Das ist alles. Zack. Und das ist auch wirklich fest. Also das ist eine so geniale Lösung, das habe ich echt noch nicht gesehen. Also setzen wir jetzt mal den großen ein. Natürlich genauso. Und jetzt haben wir hier den großen Spaltkeil mit Absaugung. Da sieht der Bosch übrigens gar nicht so unähnlich. Wir haben hier auch also getrennte Teile. Aber Moment, jetzt setzen wir das hier mal erstmal wieder ein, dass das hier auch ordentlich funktioniert. Moment. Alles live, wie man so schön im Fernsehen sagen würde. Schaut mal hier, das ist auch super gelöst. Man kann das hier oben abstellen und fest ist das Ganze. Das hier ist übrigens sehr sinnvoll. Man kann ergo, wenn wir jetzt meinetwegen von hier ran arbeiten, könnten wir jetzt hier, ich zeige es euch, dann zeige ich euch auch gleich mal, wie schnell das Ganze funktioniert hier mit dem Anschlag. So, dann nehmen wir jetzt hier den Anschlag wieder ran. Moment, Sekunde.
ist ja alles nicht abgesprochen. So. So. Ihr könnt das besser, weil ihr steht auf der richtigen Seite. So, und jetzt haben wir folgende Möglichkeit. Ich habe das jetzt hier hochgestellt und jetzt können wir bis ans Sägeblatt ranarbeiten. Genau dafür ist das gedacht. Das ist nicht dafür gedacht, dass ihr hier das dauernd hochstellt, weil ihr wollt ja irgendwas sehen. Nein, nein, das ist wirklich genau für diese Funktion gedacht. So, jetzt aber zurück. Das hier funktioniert so wunderbar. Aber das absolute Highlight ist natürlich das hier. Das zeige ich euch mal. Und zwar, dass wir hier eine Absaugung haben. Das heißt, wir können hier an zwei Punkten absaugen. Das ist ein absolutes Highlight. Wir werden nachher ja auf jeden Fall auch mal testen, wie gut er wirklich absaugt. Denn ich habe also meine Vermutung, dass das wirklich gut ist. Und jetzt schaut mal hier. Hier kann man das auch ganz gut sehen. Das Sägeblatt arbeitet ja hier so rum und wird das hier reinschmeißen, hier an diese Stelle. Und dann werden entsprechend hier die Späne abgesaugt. Mal schauen, wie gut das funktioniert. Wir waren ja gerade beim Thema Absaugung und da hat DEWALT auch weitergemacht. Und zwar, schaut mal hier, hier ist es so, dass wir hier an der Seite, schaut mal hier an der Seite, ich hoffe, man kann das sehen, wir haben hier einen Staubfang. Das heißt, der Staub kann hier nicht raus und kann da auch nicht raus. Das war bei der alten aber auch so. Jetzt ist es aber so, dass wir hier sogar dort an der Stelle, schau mal hier unten, ich hoffe, das geht, dass wir da so einen Styropor oder so einen Schaumstoffklotz haben, der verhindert, dass hier nach vorne auch noch was rauskommt. Hier bei der alten Säge war es so, dass der Ein-Ausschalter wirklich ein Kritikpunkt war. Und wir haben hier einen relativ kleinen Ein- und Ausschalter. In der Not, den wirklich hier zu treffen, ja, ich würde sagen, das wäre zumindest ungewiss. Schauen wir uns mal das hier an der neuen Säge an. Hier haben wir einen ganz anderen Schalter. Und zwar haben wir hier von derselben, das Ganze ist genauso groß wie an der alten. Wir haben hier auch einen Einschalter, aber wir haben einen großen Notausschalter. Da brauchen wir nur hier rein und egal was, das Ding trifft man auf jeden Fall immer. Man kann übrigens auch noch eine zweite Sicherheitsfunktion einschalten und zwar hier. Man kann das Ganze runternehmen, dann kann man ihn auch nicht mehr einschalten. Also die Säge ist nicht mehr einschaltbar. Das war nur so ein kleines Plasteteil, aber ist so, du kannst es nicht mehr versehentlich machen. Du gehst einfach dann hier hoch, dann nimmst du es hoch und schon kannst du es benutzen. Jetzt bleiben wir mal gleich hier an der Stelle und zwar kurz, wie funktioniert die Winkelverstellung? Das ist altbekannt. Wir nehmen das Ganze einfach hier rüber, schwenken es irgendwo hin und dann können wir es wieder feststellen. Das ist also genauso wie bei der alten, da gibt es nichts Neues und ich möchte aber hier drauf nochmal eingehen und zwar auf den Hebel. Das hier ist so weich, hört mal. Also ich finde dieses Klackern einfach schön, aber worum es geht, ist folgendes. Das hier, ich kann das hier mit einem Finger, schaut mal hier, vergleicht das mal mit eurer Tischkreissäge, wie es bei euch geht, aber so leicht geht das bei keiner anderen Säge. Das ist wirklich der Hammer. Und man kann das sehr, sehr fein auch hier justieren, das ist echt toll gemacht. Und man sieht auch an der Unterseite, das zeige ich euch mal gleich. Wir nehmen das mal und jetzt schaut mal hier, wir haben hier, das Ganze ist in Metall ausgearbeitet und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Wir haben hier zwei Stäbe, hier und dort unten und daran gleitet das hoch und runter. Alles Vollmetall, im Gegensatz zum Beispiel zu Bosch, da ist das hier auch kein Metall. Ist jetzt nicht so schlimm, aber es lässt das natürlich auch perfekt gleiten. Selbst wenn hier mal ein bisschen Dreck drin ist, mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen, dass diese hier nicht quasi ein Leben lang halten. Übrigens, wo wir gerade hier unten sind, sehen wir nochmal die Staubführung. Wir haben hier das Sägeblatt drin, also hier in dem Gehäuse ist das Sägeblatt und hier wird der Staub hier nach unten weggeführt, also hier nach unten, nicht hier nach hinten weggeführt. Und hier sehen wir nochmal, was ich meinte, hier kann kein Staub austreten, weder da noch auf der anderen Seite, noch hier, noch dort oben. Da ist dieser kleine Pfropfen drin, da an der Stelle, sodass hier aus der Seite überall alles gesammelt wird da drin und dann hier nach unten rauskommt. Wie das funktioniert, werden wir gleich sehen. Wir haben ja jetzt hier unten die Absaugung und dafür haben wir auch so ein Reduzierstück. Das heißt, wir können wirklich mit einer großen Absaugung rangehen, aber wir können auch mit einem Standardadapter hier mit dem von Bosch, mit dem klappt das hier eigentlich ganz gut, den kann man hier eigentlich ganz gut einführen.
Und es sitzt sehr, sehr stramm, kann man damit absaugen. Man kann natürlich auch den Original Dewalt-Sauger nehmen, man kann auch Makita nehmen. Festool passt übrigens auch super rein, also das, da ist für Absaugung gesorgt. Und jetzt gleich, noch nicht sofort, aber jetzt gleich werden wir hier auch mal absaugen und mal schauen, wie gut das hier mit den zwei Punkten funktioniert. Schauen wir uns doch mal den Winkelanschlag an. Das hier ist der alte. Und ihr erinnert euch bestimmt an diesen komischen Mechanismus hier, wo ich gesagt habe, irgendwo bei einem bestimmten Winkel, da kann man es nicht mehr festmachen. Ja? Also das war schon blöd gelöst und er wackelte hier sehr stark, ja, in alle Richtungen. Das fand ich alles nicht schön und fand den sehr unbrauchbar. Hier haben wir jetzt die neue Säge mit dem neuen Anschlag. Und der sieht schon etwas anders aus. Das heißt, wir haben einen Hebel, der niemals hier, ja, ins Gehege kommt. Damit können wir das Ganze hier einstellen, um entsprechend eng hier an der Säge arbeiten zu können. So, zum Beispiel, das wirklich eng ranzukriegen. Hier können wir auch wieder den Winkel einstellen, stufenlos, ohne jegliche Arretierung oder irgendwelche Hilfen. Aber es funktioniert natürlich. So, okay, wir können das einstellen. Jetzt ist die Frage, wie sicher ist der eigentlich, beziehungsweise wie gut hält er? Hier in der, hier ist er nicht unbedingt besser. Aber er liegt dafür recht satt auf. Also ich würde sagen, das geht. Was ich nicht so schön finde, ist das hier. Ja, hier wackelt er auch wieder. Aber, schaut mal hier, er gleitet perfekt. In seiner jetzigen Form finde ich den Winkelanschlag hier wirklich brauchbar. Im Verhältnis zu Bosch, Makita, Metabo ist er jetzt wirklich nicht so viel schlechter. Und auf jeden Fall kann man damit einfache Schnitte machen. Wenn man absolute Präzision haben will, dann muss man bei egal welcher Tischkreissäge, also zumindest in dem Preissegment, auf jeden Fall etwas anderes nachkaufen. Jetzt geht's los, wie man so schön sagt. Denn jetzt werde ich die Absaugung testen. Und zwar werde ich Folgendes machen. Ich habe hier eine Baubohle, die ist schon statt dick und 1 Meter lang. Und zwar werde ich genau 15 Schnitte machen, genauso wie beim Test dieser Säge. Jetzt haben wir hier aber eine Besonderheit. Und zwar ist es so, wir haben hier ja 2 Absaugpunkte. Was ich nicht habe, ist den Original Dewalt-Schlauch. Der war noch nicht lieferbar, wo auch ein T-Stück dran ist und so weiter und so fort. Dann würde man nur einen Sauger anschließen und wie auch immer. So, das ging hier bei der übrigens auch. Ich werde das nicht machen, sondern ich werde hier wirklich 2 Sauger anschließen. Jetzt kannst du sagen, das ist nicht praxisnah, aber vielleicht doch. Und zwar vielleicht gibt es den einen oder anderen von euch, der sagt, ich möchte das beste Absaugerlebnis, das beste Absaugergebnis. Und der wird vielleicht sowieso 2 Sauger anschließen oder sich selbst eine Lösung bauen, womit man es perfekt absaugen kann. Und so möchte ich es jetzt auch testen. Wir werden jetzt also 15 Schnitte machen, hier durch mit 2 Saugern und ab geht er. Und dann danach werden wir natürlich schauen, wie viel Staub ist übrig geblieben. So, auf geht's. Ich habe es extra hier auf diese Böcke gestellt, damit man 100% sieht, wie viel Dreck hier liegen bleibt. Hier oben habe ich übrigens einen Dewalt Akkustaubsauger. Das habe ich übrigens auch mal ein Video gemacht. Das verlinke ich hier oben. Und den kann man hier ganz einfach anschließen. Der passt perfekt natürlich hier ran. Und als zweite Absaugung habe ich hier unten einen GAS 35 von der Firma Bosch. Auch dazu habe ich mal einen Test gemacht, auch das verlinke ich dir hier oben. Hier jetzt das Absaugergebnis, das ist wirklich erstaunlich. Wir haben hier vorne ein wenig Dreck.
Wichtig, ich werde das auch gleich nochmal zusammenkehren, dass wir sehen, welche Menge ist das jetzt eigentlich. Interessant ist Folgendes, hier an der Maschine haben wir fast keinen Dreck. Schaut mal hier, also hier ist minimal ein bisschen Dreck, was ich hier zusammensuchen kann. Hier, da ist gar nichts, hier vorne auch minimal Dreck, hier an dem Bereich. Aber das war's auch schon. Jetzt super interessant ist Folgendes, schaut mal hier, im vorderen Bereich haben wir hier ein wenig Dreck, aber jetzt haben wir hier unten, da ist quasi gar nichts. Also das ist wirklich ein super Ergebnis. Ich gehe hier mal rum. Hier hinten natürlich ist hier gar nichts. Und wir haben jetzt hier, vielleicht kann man es von hier sehen, hier haben wir ein ganz kleines bisschen Dreck, hier vorne. Aber hier unten drunter ist wirklich sauber. Also sie schmeißt quasi hier nach unten nichts runter. Übrigens, wir haben ja hier oben auch abgesaugt, und zwar hier mit dem D-Wald. Und nicht, dass ihr denkt, da würde jetzt nichts rauskommen oder da würde ich jetzt nichts gut absaugen können, sondern schaut mal hier. All das, was wir hier haben, hier dran und diese ganze Menge, das würde sonst normalerweise alles unten auf dem Boden liegen oder im Zweifel an dir selbst. Jetzt mal alles, was an Dreck übrig geblieben ist, an, vor und bei der Maschine. Das ist wirklich alles und das ist echt nicht viel. Wenn wir das jetzt mal einordnen gegenüber den anderen Maschinen, das ist auf jeden Fall weniger als die meisten anderen Maschinen aus dem vergangenen Test, den ich euch, ihr wisst das ja, hier oben verlinkt hatte. Und das ist wirklich beachtlich. Man muss leider sagen, das meiste von diesem Dreck ist das, was hier vorne rausgekommen ist. Es tut der Maschine auf jeden Fall sehr gut, hier abgesaugt zu werden. Ihr habt ja gesehen, was ansonsten hier vorne rausgehauen worden wäre. Und man sieht das ganz gut im Vergleich zu Bosch. Bei Bosch ist ja so, da hast du ja auch eine ähnliche Konstruktion hier vorne, aber keine Absaugung. Und da ist es so, dass auf jeden Fall wesentlich mehr nach vorne rausgeschleudert wird. Ich will das Bosch gar nicht schlecht machen, aber da kommt um einiges mehr raus. Und von der Menge an Dreck, die du jetzt hier siehst, ist es so, dass etwa, ich würde sagen, 80% das ist, was hier am Sägeblatt direkt dann vor der Maschine landet. Leider ist es so, dass man das hier heutzutage eigentlich nicht mehr viel besser bauen kann. Ich wüsste es zumindest nicht und der Versuch mit der Absaughaube hier ist schon wirklich gut, denn das hier ist jetzt Vorschrift. Das heißt, das hier sind Vorschriften, die man hat für das Thema Arbeitssicherheit, dass das Ganze hier getrennt ist und so weiter und so fort, dass es immer runterfällt und da kann man jetzt nicht mehr groß was gegen machen. Möchte ich auch ehrlich gesagt nicht, denn der Dreck ist mir lieber, anstatt dass ich mir in den Finger säge. Kommen wir jetzt zum Fazit und die Frage ist, habe ich dich überzeugen können? Habe ich wirklich zu viel versprochen? Da ist doch wirklich eine Menge Highlights dabei gewesen. Schreib mal bitte deine Meinung unten in die Kommentare und denk dran, du hast die Chance, diese Säge zu gewinnen. So, aber was ist vielleicht mein Fazit oder wie sehe ich das Ganze? Bei dieser Säge hast du eigentlich alles in einer Säge. Du hast einen sehr guten Tisch, der war perfekt plan, eine Haube hier, die sich super austauschen lässt und du hast sogar noch eine zweite Haube dazu. Du hast den perfekten Parallelanschlag. Punkt, aus, Ende. Und wir haben eine sehr gute Absaugung und vor allem wir haben hier eine Schnittbreite, ich kann es nicht genug sagen, von über 80 cm. Das ist, ich glaube, etwa 20 cm länger als der gesamte andere Markt, den wir hier haben, als die Bosch, Makita und so weiter. Also das ist wirklich eine tolle Säge und wenn du mich jetzt fragst, soll ich diese Säge nehmen und die meisten von euch wissen das ja, kennen mich ja vom Zweitkanal Helden der Werkstatt. Da habe ich eine Bosch GTS 10 und die Frage ist, nehme ich eher die Bosch GTS 10 oder die? Da stellen wir das nochmal kurz zurück. Vielleicht sortieren wir mal diese Säge in den Gesamtmarkt ein. Und zwar erst einmal diese Säge zu der Säge, keine Frage, das hier ist wesentlich besser, ist eine absolute, nicht Evolution, sondern Revolution gegenüber dieser Säge. Schauen wir uns das Ganze mal gegen Makita an. Die Makita-Säge kennt ihr ja auch aus meinem anderen Video. Wie würde sich das so einordnen? Ganz klar, Makita ist keine Alternative. Sie ist groß, sie ist klobig, sie hat einen schlechteren Anschlag, die schlechtere Absaugung. Das ist alles schlechter als diese Säge. Den einzigen Vorteil, den Makita ganz klar hat, ist die hohe Schnitthöhe. Denn bei Makita waren es, glaube ich, so um die 90 mm, was schon beachtlich war.
Wie sieht es mit Metabo aus? Bei Metabo ist es dann schon nicht mehr ganz so leicht. Metabo ist ein super Gesamtkonzept und Metabo besticht vor allem durch eine Sache, und zwar durch den Tisch. Und zwar ist es bei Metabo ja so gewesen, dass man das Ganze ausklappen kann und hat dann schon seinen eigenen Tisch mit bei der Säge dabei. Man muss es nicht ranstecken, nicht nachkaufen, nicht gar nichts, sondern ist gleich dabei. Und das macht die Metabo-Säge zu einer sehr mobilen Säge und natürlich zu etwas so im Raumwunder. Man kann das zusammenklappen und in die kleinste Ecke reinschieben. Wenn einem das wichtig ist, ist Metabo ganz klar hier vorne. Aber man muss sagen, auch hierzu kann man einen Tisch kaufen. Den kriegt man im Angebot, also im Set-Angebot, teilweise wirklich sehr günstig. Und auch da wackelt so das Argument ein bisschen. Beim Thema Anschlag ist es so, der Metabo-Anschlag ist gut, der Anschlag hier ist im Lenk besser. Da kann man auch nichts anderes zu sagen. Kommen wir zu Bosch und machen wir beim Anschlag weiter. Der Bosch-Anschlag ist sehr gut, aber auch hier ist der hier besser. Einfach, weil er idiotensicher ist. Ich habe das Ganze nachgemessen, mehrmals gemacht und getan. Ja, ich weiß, idiotensicher soll man nicht sagen, die Kamerafrau lacht schon. Aber der Anschlag ist einfach genial. Das ist eine Konstruktion, die ihresgleichen sucht. Und das so bei Bosch. Kann man, wenn man es provoziert, den Parallelanschlag so hinbiegen, dass er nicht mehr perfekt ist. Wenn man ihn wirklich falsch bedient, ansonsten ist er schon wirklich gut. So, jetzt ist es so, wie positioniert sich aber Bosch gegen diese Maschine, also die GTS-10 gegen die Dewalt? Das ist schwierig. Der Tisch ist von Bosch gut, er ist genauso groß, aber der Bosch hat einen Vorteil. Bosch hat hinten eine Verlängerung und ich kann große Werkstücke hinten eher auch mal ablegen. Man muss dazu aber sagen, die Verlängerung nach hinten hängt relativ stark nach unten durch. Ich arbeite ungern damit. Also das ist meine persönliche Meinung. Aber man muss es wissen, ist auf jeden Fall ein Argument pro Bosch. Das zweite Argument ist, Bosch hat einen eingebauten Schiebeschlitten. Der ist hier an der Seite, kann ich auch hier mal einblenden, hier sind Teile Schiebeschlitten dran. Wenn man den oft benutzt, ist Bosch ganz klar vorne. Wenn man jetzt aber ganz neutral rangeht, und jetzt zu der Beantwortung meiner Frage, wenn man ganz normal, ganz rational rangeht, Leistung, Absaugung und so weiter und so fort, ist es rational eigentlich so, dass Dewalt die bessere Säge ist? Jetzt gibt es natürlich andere Gründe, wenn man das nach hinten die Verlängerung haben möchte oder wenn man den Schiebeschlitten haben möchte, dann kann auch wiederum Bosch die bessere Säge sein oder für dich besser geeignet sein. Ich möchte hier übrigens nicht sagen, was die beste Säge ist, sondern nur einen Hinweis dazu geben, was vielleicht für dich am besten geeignet ist. Denn am Ende ist es doch ein bisschen eine Frage des Geschmacks. Ich wollte hier eine Sache machen. Ich wollte es ganz neutral für dich rausarbeiten. Übrigens nochmal, ich hatte ja die Frage gestellt, welche Säge würde ich nehmen? Ich bin mir nicht sicher. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen noch hin und her gerissen. Wenn du wissen möchtest, wie es ausgeht, schau auf meinen Zweitkanal, Helden der Werkstatt. Verlinke ich dir auch mal hier oben. Da werde ich das in den nächsten Wochen ja vielleicht mal berichten oder wirst du sehen oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wie ich mich entscheide. Jetzt bleibt mir nur noch eine Sache zu sagen, und zwar erst einmal, hier hat Dewalt einen absolut perfekten Job gemacht. Nämlich sie hat eine alte, gute Maschine noch um alles verbessert, was ich an der Maschine hätte verbessert. Da sind so viele Sachen dabei, habe ich alles ausgeführt. Also hier Chapeau Dewalt, super gemacht. Und jetzt ihr, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.